A young nigga with a dollar and a dream, and these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats, instead of on the concrete. Yo, servus Leute, was geht? Royal aka Meister der Möwen ist mal wieder am Start in einem weiteren Gameplay-Commentary. Heute mal nicht auf meinem Channel, sondern auf unserem neuen Apokalypto-Clan Xbox Live-Channel. Ja, bevor ich zu meinen Themen komme und zu meiner Person, die mich noch nicht kennt, zwar hier Multiteam-Stellungsspiel. Er spielt durch Apokalypto Train, auch bekannt als Grouper Train. Er hatte gezockt mit der M8A1. Seine Aufsätze waren schnell ziehen, schnelles Magazin und Schaft, wenn ich mich recht entsinne. Er hat hier ohne C4 gespielt. Zwar am Ende ein Double Nuklear, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gameplay. Ja, wie ihr sehen könnt, hat die Gegner hier richtig rasiert. Er wird auch bei uns genannt der Meister der Präzision. Er hat auf jeder Waffe fast eine 30er Prezi. Das muss man auf jeden Fall erstmal schaffen. Ist auf jeden Fall ein ganz beachtliches Ding. Ja, kommen wir erstmal dazu. Mein Name ist Kelvin. Ich bin 21 Jahre jung und komme aus Leipzig. Ich spiele jetzt seit 4 Jahren auf der Xbox. Ich habe das ein oder andere erfolgreiche Team geführt in verschiedenen Ligen, ja, bis zu dem Punkt, dass ich eben die Ehre bekam, Deutschland in Los Angeles zu vertreten. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Moment für mich. Und ja, noch was dazu. Ja, wie ihr sehen könnt, er hat hier auf Raid gezockt. Kein C4 dabei, das ist auf jeden Fall richtig krass. Er hatte ja am Ende 86 Kills oder so. Und ohne C4, als wäre er auf jeden Fall auch ein 100 plus 9 Liter geworden. Kann man sich auf jeden Fall geben. Dafür erstmal ein Like, meine Freunde. Ja, erstmal komme ich auch dazu. Wie gesagt, ne, ein oder andere YouTuber spricht es ja schon an. Bewertungen sind uns ganz wichtig. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ohne Witz, gebt auf jeden Fall ein Like oder ein Dislike, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ne, immer schön einen Kommentar posten. Ohne Witz, das freut uns auf jeden Fall richtig. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, warum wir haben wir jetzt zwei Channel. Wie gesagt, wir wollen euch das auf jeden Fall übersichtlicher machen, dass wir jetzt eben Channel für die Xboxler haben und für die PSNler. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall übersichtlicher. Je nachdem, wer sich für was interessiert, Xbox oder für beides. Wie gesagt, die ganz treuen Abonnenten haben eh beide Channel abonniert. Aber wer es noch nicht gemacht hat, macht's einfach ohne Witz. Genauso könnt ihr auch Cooper Train ein Abonnent da lassen. Ne? Wie gesagt, ist ein richtig korrekter Typ, auch menschlich, eine richtige Bombe. Er ist auch einer der älteren Member wie ich jetzt. Er ist jetzt, glaube ich, 20 oder so. Ja, und bei ihm läuft der Hase, bei mir läuft der Hase, bei uns allen läuft der Hase und die Möwe kann fliegen. Genau, wir haben jetzt zwei Channel gemacht, damit es übersichtlicher ist. Wie der Abos wird es auf jeden Fall auf beiden Channels geben. Wie ihr vielleicht schon vom Red mitbekommen habt, bin ich der Leader auf dem Xbox-Channel. Ich habe mich dann um diese ganze organisatorischen Sachen kümmern, ne? Wie der Abos, dass die Gameplays immer täglich für euch hochgeladen werden, ne? Dass ihr immer up-to-date seid. Genauso wenn Ghost rauskommt, dass wir direkt so Tipps und Tricks und alles mögliche an euch raushauen, dass ihr da immer bestens versorgt seid. Ja, komme ich mal noch zu meinem Channel. Auf meinem Channel findet ihr viele League-Gameplays, also da unterscheide ich mich von anderen YouTubern. Ich spiele so gut wie es geht immer League-Play und ich werde jetzt auch demnächst ein paar Live-Aufnahmen aufnehmen. Mein aktuelles Video ist ja auch eine Live-Aufnahme und ja, ist bei euch gut angekommen, werde ich also mehr davon bringen. Ja, was gibt's denn noch Schönes zu sagen? Ja, oh, fuck, ey, habt ihr mal rausgeguckt? Richtig geiles Wetter jetzt am Wochenende, also genießt auf jeden Fall noch das Wetter und ja, dann soll es ja eh wieder beschissener werden, dann macht das Zocken auch mehr Spaß. GTA kommt ja jetzt auch die Tage raus, werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was man neben COD immer bashen kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch GTA holt, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Game. Ja, was gibt's noch Schönes zu sagen? Ihr habt ja jetzt schon gesehen, also Red wird auf jeden Fall auf PSN alles führen, ich auf der Xbox, Bieter-Abos gibt es auf zwei Channel, also ohne Witz, morgen ist ja auch wieder eine Bieter-Abos-Folge dran, gebt euch auf jeden Fall die Folge, es wird wieder ein ganz geiles Teil. Ja, das war's eigentlich auch von mir, ne, bewerten und kommentieren nicht vergessen, das Gameplay endet auch hier, Double Nuklear erreicht, lasst Cooper Train ein Abo da, der würde sich darüber übelst freuen, ne, und bewerten und kommentieren nicht vergessen, macht's gut, eure Möwe, ciao.